Eine glatte, möglichst faltenfreie Haut. Wollen wir das nicht alle irgendwie? Dazu habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht. 30% unserer Hautalterung sind zwar genetisch bedingt, das heißt, da können wir nicht viel machen, aber 70% sind die Folge von Umwelteinflüssen und Lifestyle. Das heißt, da haben wir sehr wohl einiges selbst in der Hand. Aber was hält die Haut jung? Ich habe 6 wissenschaftlich geprüfte Tipps für euch. Endlich Sommer, wie schön die Sonne scheint. Sag mal, bist du verrückt? Weißt du, was du mir da antust? Hast du überhaupt Sonnencreme aufgetragen? Dachte ich es mir doch. Aber für die 10 Minuten Sonnenbaden, ich dachte, das geht so. Wenn du meinem Altern einen extra Schub verpassen willst vielleicht. Und du denkst wahrscheinlich auch, wir sind so jung, das ist noch kein Thema. Das ist leider nicht so. Schon ab dem 25. Lebensjahr beginnt die Haut zu altern. Die Oberhaut wird bis zu 15% dünner und in der darunter liegenden Lederhaut wird zunehmend weniger Kollagen gebildet. Das ist das Bindegewebe, das für Festigkeit sorgt. Und das gilt auch für das Protein Elastin. Der Name lässt es ahnen, das sorgt für Elastizität. Und auch die Hyaluronsäure wird weniger. Die speichert das Wasser in der Haut. Alles weniger, 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 weniger. Die Folge? Die Haut wird schlaffer, unelastischer und trockener. Jetzt geht's los mit den Falten. Was tun? Ganz klar, und das ist gleich mein erster und mit Abstand wichtigster Tipp, meidet zu viel Sonne. Ja, ich weiß, das habt ihr garantiert schon 1000 Mal gehört. Aber wusstet ihr auch, dass Photoaging, also die lichtbedingte Hautalterung, für fast 90% aller selbst beeinflussbaren Alterungsprozesse verantwortlich ist? 90%! Der Grund? Die UV-Strahlen der Sonne schädigen zelluläre Strukturen in unserer Haut und aktivieren Enzyme, die das wichtige Kollagen abbauen. Und das alles nur, weil wir braun gebrannt sein wollen? Ein verdammt hoher Preis. Bleibt bei Sonnenschein zwischen 11 und 14 Uhr am besten in Schatten und nehmt ansonsten, na klar, Sonnencreme. Mit hohem Lichtschutzfaktor und spart nicht daran. Für den ganzen Körper 3-4 Esslöffel und kleiner Praxistipp, für das Gesicht reichen 2 Fingerlängen voll Creme. Ah, du hast doch nicht etwa... Nee, natürlich nicht. Okay, sehr gut, weil das weißt du ja, oder? Rauchen ist direkt nach der Sonne der nachweislich zweitgrößte Faktor für Hautalterung. Wenn du darauf verzichtest, dann kriegst du als Belohnung gleich ein paar Glitterfalten weniger. Und darf ich dir noch einen Tipp geben? Was denn noch? Vielleicht chillst du demnächst mal woanders. Luftverschmutzung ist auch für unsere Haut giftig und trägt erheblich zum Hautalterungsprozess bei, macht also Altersflecken und Falten. Das hat unter anderem eine Langzeitstudie an 400 Frauen nachgewiesen, die in direkter Nähe zu einer stark befahrenen Straße leben. Durch die hohe Dieselruß- und Feinstaubbelastung entwickelten diese Frauen tatsächlich rund 20% mehr Pigmentflecken im Gesicht als Frauen vom Lande. Und auch die Faltenbildung an der Nase war ausgeprägter. Aber warum? Die Forschenden haben herausgefunden, Luftschadstoffe schädigen die Hautbarriere und führen zu oxidativem Stress, eine Art molekularem Stoffwechselstress. Klingt noch ein bisschen kryptisch und unverständlich? Keine Sorge, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil es so gut passt, will ich euch davor aber schnell noch meinen Hauttipp präsentieren. Wascht abends unbedingt euer Gesicht. Am besten einfach mit Wasser. So könnt ihr die Luftschadstoffe auf der Haut nämlich einfach abspülen. Klingt jetzt zugegeben nicht nach Raketenwissenschaft, ist aber sehr effektiv. Und schließlich kann nicht jeder von uns auf einem Dorf mit frischer Luft leben. Was macht ihr alles in eurer Daily Skin Routine, um eure Haut fit, jung und schön zu halten? Irgendwelche Geheimtipps parat? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Also. Gesicht ist gewaschen, also noch Creme. Oh Mann, was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Keine Panik, die Idee ist ja gut. Bei jedem Waschen geht immer ein bisschen was von meinem natürlichen Fettfilm flöten und der schützt mich ja. Das heißt, Feuchtigkeit ist an sich eine gute Idee, aber weißt du, was dazu noch richtig gut wäre? Nee, Antioxidantien. Um zu verstehen, warum die Haut auf Antioxidantien steht, müssen wir noch mal kurz über den oxidativen Stress sprechen. Ich hatte euch ja schon vorgewarnt. Jede Zelle in unserem Körper produziert während ihres Stoffwechsels sogenannte freie Radikale. Die binden sich gern mit anderen Molekülen im Körper und können dann Zellen, Blutgefäße und sogar unsere DNA schädigen. Dagegen schützen wiederum die körpereigenen Antioxidantien, die eben auch in den verschiedenen Hautschichten, vor allem in der Oberhaut, vorkommen.
Das Problem, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, UV-Strahlung, Rauchen und Umweltgifte reduzieren die Antioxidantien in der Haut und führen zu mehr freien Radikalen mit entsprechender zellschädigender Wirkung. Und das besonders Bittere ist, diese geschädigten Zellen bleiben ein Leben lang kaputt. Aber Hilfe naht! Und das ist mein Tipp Nummer 4. Wir können uns mit Antioxidantien eincremen bzw. Cremes verwenden, die Antioxidantien enthalten, die dann als Radikalfänger wirken. Schaut doch mal genau, was eure Tagescreme da so zu bieten hat. Gut ist es, wenn sie erstens Vitamin C enthält. L-Ascorbinsäure ist nämlich ein starkes Antioxidant und steigert zudem die Kollagenproduktion. Zweitens Vitamin B3. Studien haben gezeigt, dass Kosmetik, die zu 5% Niacinamid, das ist nichts anderes als Vitamin B3, enthält, nach 3 Monaten Anwendung zu einer Reduktion von feinen Fältchen im Gesicht geführt hat. Und dann ist da noch drittens Retinol. Die Vitamin A-Säure ist eine der bestuntersuchtesten und effektivsten Wirksubstanzen im Anti-Aging. Sie verbessert nachweislich feine und mitteltiefe Falten, die Hautrauigkeit, die Pigmentation und die Elastizität. Aber Achtung, wer retinolhaltige Cremes oder auch ein Retinolserum gegen Falten verwendet, macht seine Haut auch lichtempfindlicher. Heißt also, umso mehr Sonnencreme muss drauf. Und weil sich das sicher viele von euch fragen, weil es gerade in der Werbung ja permanent auf uns einballert, was taugen Hyaluroncremes und Kollagen? Hyaluron ist schon ein irres Zeug. 1 Gramm kann bis zu 6 Liter Wasser binden. Das Hyaluron sorgt dafür, dass unsere Haut schön mit Feuchtigkeit voll ist und prall wirkt. Deswegen möchte uns die Industrie auch gerne weismachen, dass Hyaluroncremes Falten lindern oder sogar verhindern könnten. Leider Fehlanzeige. Zwar kann Hyaluron in Feuchtigkeitscremes die oberste Schicht für ein paar Stunden aufsaften und möglicherweise einen minimalen optischen Effekt bewirken. Aber es ist ein sehr großes Molekül und dringt nicht so tief in die Haut ein, dass es Falten wirklich wegzaubern oder vorbeugen könnte. Außer man spritzt, aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Gleiches gilt für Kollagen. Es dringt nicht in die Tiefe und kann Falten nicht reparieren. Auch als Nahrungsergänzungsmittel kann es keine Wunder vollbringen. Mein Tipp Nummer 5 an euch lautet also: Spart euch die Kohle für Hyaluron- und Kollagencremes. Ich weiß schon, was du sagen willst. Hautpflege geht übrigens nicht nur von außen, sondern auch von innen. Weiß ich doch. Bin da nicht von gestern. Hier, schönes Anti-Aging Skin Food. Alles für dich. Karotten fürs Vitamin A, Paprika fürs Vitamin C, Tomaten fürs Lycopin. Ganz viel davon steckt übrigens hier im Tomatenmarkt. Deswegen gönne ich uns davon jeden Tag einen Extralöffel. Und goldener Mais fürs Lutein. Alles starke Antioxidantien. Nur für dich. Alles richtig, du Streberin. Aber darf ich jetzt auch mal? Sie hat die Mandeln vergessen. Mandeln? Ganz genau, richtig gehört. Eine Studie hat gezeigt, 6 Monate lang täglich 2 Handvoll Mandeln zu essen, kann die Hautfaltentiefe um 15% verringern, die Intensität von Pigmentflecken sogar um 20%. Außerdem wird die Haut weniger lichtempfindlich. Die Studie war zwar klein und es waren nur Frauen nach den Wechseljahren eingeschlossen, aber Hinweise auf einen guten Effekt von Mandeln auf die Haut gibt es viele. Warum das so ist? Mandeln sind reich an den Antioxidantien Vitamin E, A und B3. Und sie enthalten zudem viel pflanzliches Eiweiß, das die Bildung von Kollagen und Elastin fördert. Was hält die Haut also jung? Sonnenschutz, nicht rauchen, Umweltgifte von der Haut spülen und gut eincremen. Mit Sonnenschutz, Feuchtigkeit und auch Antioxidantien. Dazu die Radikalfänger auch noch essen und tada, das sind meine Bonustipps. Viel Wasser trinken, um die Trockenheitsfältchen auszubügeln und sich bewegen. Denn das baut Stress ab und der lässt die Haut schneller altern. Und last but not least, es ist natürlich gut, wenn wir uns um unsere Haut kümmern. Lasst uns trotzdem üben, unsere Falten zu mögen. Sie gehören zum Leben dazu, sind total natürlich und deswegen doch nichts Verkehrtes. Und hier habe ich noch einen Tipp zum Thema Haut. Denn unsere Haut produziert auch das lebenswichtige Vitamin D. Alles rund um das Vitamin D erfahrt ihr in unserer Reihe Superstoffe in der ARD Mediathek. Und hier kümmere ich mich um das Thema Zyklus, denn der kann echte Superkräfte verleihen. Guckt da also mal vorbei. Bis dahin!